schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner kleinen Häkelwerkstatt. Ich habe kleine Sorgenengel, Kummerle, Trösterle und Schutzengel für euch ganz einfach mal umgesetzt. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für euch, für dich. Zum Auslegen, zum Trösten, zum Verschenken, zum Weitergeben. Das ist so mein Wunsch. Und auch erklären, warum und wieso. Und als Handpuppen sind die auch noch ganz toll. Zum Spielen für die Kleinen oder einfach zum Trösten, weil man damit auch den anderen mal über den Arm streichen kann und sagen, wird schon alles werden. Die werden ganz einfach gemacht, geht wirklich simpel, gibt eine Häkelschrift und natürlich genau erklärt, wie es geht. Mit Haaren, ohne Haare. Also mal losgelegt. Und wenn du noch mehr von mir wissen willst, was ich sonst so mache, geh doch einfach auf meine Startseite kreativ-reich-die-Kika-Plauderei. Ist oben eine kleine Leiste und da steht Playlist. Und wenn man die anklickt, dann kommt sozusagen meine Bibliothek. Das sind alle Ordner, die ich so gemacht habe, in Ordner sortiert. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kinder. Ganz wichtig, dass die auch kreativ sein können. Und es muss nie viel kosten. Wirklich, das meiste ist Upcycling. Und da kann man ganz tolle Sachen machen für jeden Monat des Jahres, was Besonderes. Und es kostet gut wie gar nichts. Manchmal gar nichts. Lass dich mal überraschen. Für draußen, für drinnen, Balkonterrasse, Rezepte nähen, Edelrostsachen aus Upcycling-Materialien. Vieles, vieles für Kinder, auch zum Verkleiden. Mittelalter, Kleidung und Deko und Natursachen. Also einfach mal reinschauen, sich inspirieren lassen. Mich würde es freuen. So, und jetzt kommen wir zu den Schutzengeln. Es gibt einen ganzen Ordner auch alleine nur mit Engeln, Glücksbringern. Vielleicht ist das ja was für dich, für euch. Und dann legen wir jetzt mal los mit den kleinen Sorgenpüppchen, Engel, Handpüppchen. Los geht's. Ich habe mir was Neues überlegt, und zwar ein Kummerchen. Oder ein Schutzengel, ein Trösterchen. In Form eines Engels, ganz einfach zu häkeln. Der Grundkörper wird in einem gehäkelt und dann gibt es ganz einfache Flügel. Die sehen vielleicht kompliziert aus, die sind aber total einfach. Meine Idee, Fertigung und Entwurf für euch, für dich. Was brauchst du dazu? Gar nicht viel. Einfach Restwolle in deiner Lieblingsfarbe. Ich habe einen riesen Knäuel gehabt, Multifarben. Das sind ganz viele verschiedene Farben gewesen und das habe ich mir jetzt erstmal aufgewickelt auf verschiedene Knäuels. Holzperlen. Gesichter kann man selber machen, malen, zeige ich dann auch noch wie. Die passende Häkelnadel. Du kannst deine Wolle in deiner Stärke machen, wie du möchtest. Ich empfehle einfach so eine für eine Häkelnadel 4-4. 4,5. Dann noch eine weiße Restwolle für die Flügel und eine dünne Häkelnadel oder eine Nähnadel, um dann die Wolle mal durch die Kugel zu ziehen. Das ist so alles, was wir brauchen. Noch eine Nähnadel zum Vernähen und dann nachher kleben wir es noch ein bisschen ordentlich, aber das ist das Wenigste. Wir fangen dann an mit dem Häkeln. Meine Flügel. Die gehen ganz einfach und simpel. Ich wechsle jetzt die Farbe. So, dann mache ich 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das schließe ich mit einer Ilse zum Ring. Und in dieses 6 Luftmaschen mache ich jetzt 12 Stäbchen. 12 Stück in diese Ilse rein. Du kannst aber auch in jede feste Masche einstechen und in jede zwei Stäbchen machen. Zwölf Stäbchen habe ich gemacht. Wieder schließe ich in
der Luftmasche mit einer Öse. Jetzt mache ich 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und mache jetzt in jede feste Masche wieder 2 Stäbchen. 1, 2. Aber nur die Hälfte der Maschen. Die Hälfte der Reihe, damit die Flügel entstehen. Ne? Nur auf die Hälfte. Also ich habe schon mehrere Engel gehäkelt. Flügel groß und klein, Wandelpuppen. Da kannst du vielleicht mal in meinen Playlists gucken, da findet man das am einfachsten. Da gibt es einen ganzen Ordner nur mit Engel, Schutzengel, Glücksbringer auch. Und nähen und stricken und. So. Ich wollte jetzt mal keinen Absatz machen. Jetzt bin ich auf der Hälfte. Mal gucken. Ja. Eins mache ich vielleicht noch. Mal gucken. Ja. Dann drehe ich das Ganze. Oder mache erst die 3 Luftmaschen, egal. 3 Luftmaschen. Und jetzt wieder in jede Masche 2 Stäbchen. So kann man dann endlos groß die Flügel machen, wenn die größer werden sollen. Aber hier passt es so ideal. Und dann gibt es noch eine letzte Reihe und das ist dann 3 Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine frei, eine feste Masche. Das gibt so einen kleinen Zierrand, den kannst du machen, musst du. Und dann wird es zusammengenäht, die Fäden werden vernäht, das Köpfchen wird noch ein bisschen ausgerichtet und wenn man mag, noch ein Gesicht drauf gemalt. Das geht dann ganz, ganz schnell. Letzte Reihe umdrehen. Wie gesagt, 1, 2, 3 Luftmaschen, eine frei und eine feste. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, eine frei, eine feste. Und dann gibt es so einen kleinen süßen Rand. Und dann ist es auch schon fertig. So, das muss jetzt noch ein bisschen ausgerichtet werden, viel mehr, also die Fäden vernähen ist klar. Und dann klebe ich das immer an den Hinterkopf ein bisschen fest. Nur einfach hier, da wo die ganzen Fäden sind, ein bisschen Kleber und festgeklebt und fest. Dann vernäht die Fäden, die noch da sind. Und dann kommen von hinten her die Flügel drauf. Die werden dann angenäht, Hand rein, Finger rein, nicht zu nähen innen drin in den Körper, sondern wirklich das nur noch aufbringen. Und wenn dir es besser gefällt, kannst du auch erst die Flügel festnähen, unten drunter und dann oben drauf. Also das überleg dir mal, wie dir es am besten gefällt. Man kann es auch ineinander nähen, dann braucht man auch nicht viel kleben. Also einfach mal ausprobieren, wie dir es am besten gefällt. Denn machen wir noch das Gesichtchen drauf, wenn du es möchtest und möchtest uns schon, es ist fertig. So, und wenn sie dann fertig sind, kann man noch ein Gesichtchen gestalten. Manche mögen es mit, manche ohne. Ich nehme ganz gern braun statt schwarz fürs Gesicht. Dann vorsichtig auch mal vormalen, wenn es jetzt geübt ist, kleine Gesichter drauf. Äugelchen. Ja, das Holz, das verläuft immer so ein bisschen, ne? Wenn es nett lackiert ist.
ein Mündchen. So, und dann kann man ganz toll nochmal seine Schminke dabei holen und kann so ein bisschen Wangen machen. In dem Kupferton, Braunton. Und dem Ganzen so noch ein bisschen in Leben einhauen. Einhauchen. So. Und wenn man will, noch ein Näschen oder man lässt es so. Wenn man mag, kann man auch Haare dran machen. Das geht ganz einfach. Du nimmst dir eine Nadel, doppelten Faden, doppelten Knoten hinten und dann von hinten durch das Loch im Kopf einstechen und einfach nach oben. So. Aufschneiden. Und dann kommt das drauf an, wie lang die Haare sein sollen. Am einfachsten geht es eigentlich so. Du wickelst so oft wie du möchtest deine passende Wolle um die Hand. Ich mache so 9 bis 10 Mal. Und dann kann man Offenhaare machen, Bürze, man kann sie noch flechten, auch noch länger machen und dann wird es einfach oben drauf gelegt, in der Mitte, verknotet und dann kann man die Frisur dann gestalten. Schön festknoten, doppelt, dreifach Knoten oben drauf. So. Das ist die Grund. Und dann kann man es so lassen, wie so ein Börze hier oben. Man kann sie aufschneiden, wie hier. Man kann ein paar nach vorne tun für einen Pony, der ganz kurz ist. Und man kann sie auch noch flechten. Und dann guckt man mal, wie es einem am besten gefällt. Ne? Den Heiligenschein dahinter. Und da hat man auch Haare. Und dann sage ich toll, dass du, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr meine Engel, meine Trösterchen, meine Kummer, Sorgenengel verteilen würdet. Ganz toll als Handpuppe auch zum Spielen oder zum Streicheln. Zum Trösten halt, ne? Zum Festhalten. Aufhänger kann man noch einziehen, wenn man möchte. Dann nimmt man einfach einen Faden und zieht den hier hinten durch am Hinterkopf. Dann kann man so aufhängen. Wie gesagt, ich fände schön, wenn ihr es verbreitet. Noch viel, viel mehr findet man immer auf meiner Startseite in den Playlists. Wie gesagt, ansonsten wünsche ich dir eine sorgenfreie, wunderschöne, tolle Zeit. Und wenn die Sorgen zu dolle sind und es drückt einem dann nieder, das geht mir ja auch so. Dann vielleicht an wirklich was ganz, ganz Tolles aus der Vergangenheit denken und sagen, das durfte ich erleben, das habe ich erlebt und das kann mir keiner nehmen. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenigstens so ein Moment. Jetzt wünsche ich alles Gute mit meinen kleinen Schutzengeln, Trösterchen und. Eure, deine Kerstin. Thank you.